Munter und frisch weiter an den Tisch. Was für ein Scheiß rein, was das denn? Naja, machen wir einfach weiter. So, schöner Berliner Schnauze her. Oh, einfach alles umbringen, mit für einen Rubin und dafür einen halben Schaden fressen. Schön, die Regel wird eingehalten. So, mir wurde gesagt, ich soll einfach mal mit der alten Frau im Wasserfall reden und ihr doch wirklich 20 Rubine entlohnen, damit sie für mich... damit sie einfach mir verrät, wie ich in Dungeon Nummer 5 komme, weil alleine schaffe ich das ja nicht. Bin ich halt zu dumm für, bin ich halt wirklich. Das ist ja leider. Das ist ja wirklich leider. Bidupu. Erstmal das Leben auffrischen. Jawohl, ja. Ich liebe diese Fee. Ich mag dich sehr. Meine schöne Fee. Ich spiele das ganze Spiel bisher auch noch ohne Bogen. Ich sehe es einfach nicht ein, für Pfeile 80 Gold zu bezahlen, wenn man einen Bogen hat. Hier überall stehen Bäume und Link will sich nicht aus dem Baum mal einen Bogen schnitzen. Der Link, der war auch schon mal irgendwie geschickter im Umgang mit der Natur. Ein Dekobaum zum Beispiel, ne? Kriege ich auch nochmal einen Rubin? Dekobaum zum Beispiel, hat er einfach mal geheilt. Und hat dafür einen Slingshot bekommen. Wahnsinns. Wahnsinns, Link. Nein! Gut. Blauer Rubin. Oh, gut. Ich möchte einfach nur gucken, ob ich... Oh, blauer Rubin! Nicht reinlaufen? Ja. Also, ich hätte auch einfach den Bumerang benutzen können. Ich Vollhorst. So, wo lang in etwa? Komplett falsch, Max. Komm. Komplett falsch. Ich sehe es schon kommen. Was? Hier ist das A und O. Oh. Ich singe doofe Disney-Lieder. Nicht doofe, Entschuldigung. Das habe ich jetzt echt nicht laut gesagt. Wow. Nein, Timon und Pumba sind nicht doof. Fertig. Schluss mit dem Ende. Das Labyrinth, weil ich nie begreifen werde. Oh, immer mal Steinchen drücken. Nein, kein Steinchen drücken. Wette das eine Steinchen, nein. Also einfach zum Wasserfall mit der Frau. Da ist es nämlich schon. Und sich freuen, ganz genau. Fektide weg. So. Ich entlohne dir die 20 Rubine, damit du mir dann doch dein Geheimnis verrätst. Go up, up the mountain ahead. Was? Das... Entschuldigung. Das soll mir helfen, zum Dungeon 5 zu kommen. Alles klar, jetzt bin ich aber... Go up, up the mountain ahead. Jetzt bin ich um so vieles schlauer, um so vieles weiser. Hat das was hiermit zu tun? Ich gehe jetzt zweimal rauf. Vielleicht hat das echt was hiermit zu tun. Eins. Zwei. Ich gehe nochmal rauf. Vielleicht zählt das jetzt erst als zweites. Ich gehe nochmal rauf. The mountain ahead. Was? Nicht jetzt im Ernst. Nee, komm. Das ist ein Witz, oder? Das ist doch... Ja, ihr lebt auch noch alle. Ja, warum gehe ich nicht in den Dungeon, ich Hure? Dungeon 5. Go up, 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 up the mountain ahead. Jo, Dungeon Nummer 5. Sexy. Heilige Scheiße. Einfach viermal nach oben laufen. Was ist das denn für ein Labyrinthrätsel? Ich halte es im Kopf nicht aus. Ich bin bescheuert. Das gibt's nicht. Oh, oh, was seid ihr denn? Kann ich euch auch treffen? Puff, ja, aber Alter, was? Was? Das sind Häschen. What? Was? Was? Ja, genau, genau. Ich hab das zweitstärkste Schwert im Spiel. Und ich kann sie nicht mit Bumerang verwunden. Mind blown. Häschen halten mehr aus als alles andere. What the fuck? Ich weiß sogar, wie die Hasen heißen. Pulse Voice oder irgendwie sowas ähnliches. Häschen. Kann ich nicht besiegen. Kann ich... Gehe einfach weiter. Ich gehe woanders lang. In den dunklen Raum. Ist eine gute Idee, Max. Mumien. Die eine trägt einen Schlüssel. Yay. Lava. Alles klar. Gutes. Aha. Ihr kommt hier eh nicht rüber. Finde ich gut. Ja, und ich kann euch eh nicht treffen. Ficken. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Mann, ich bin der Beste. Oh, ich bin der Allerbeste. Treffe hier gar nichts. Einfach angreifen, einfach. Meine Güte! Ich brauche eine andere Waffe! Ohne Witz! Ich habe ja wohl die schlechteste... Das ist kein Silberschwert, das ist ein Plastikschwert. Aus irgendeinem schönen Überraschungsei. Was ist das denn? Dick Dogger. Hates certain kind of sound. Dick Dogger. Heißen die Hasen also nicht Pulse Voice, sondern Dick Dogger? Okay, oder der Endgegner in diesem Dungeon heißt Dick Dogger. Und die heißen deswegen Pulse Voice, weil, das kennt man durch einen Angry Video Game Nerd,
die NES-Version von... Ich hab keine Bomben! die NES-Version, oder besser gesagt der Famicom aus Japan, hat... Was? Was hat mich getroffen? Meine eigene Flamme? Oh, ich bin so nützlich. Der Famicom in Japan, also der Super Nintendo in Japan, hat auch nochmal ein... Wie bei der Nintendo Wii, so ein Sprachding. Also da, bei Nintendo Wii kommt der Sound raus und dort kann man Geräusche reinmachen. Und wenn man da irgendwie reinpustet oder reinschreit, dann sterben diese kleinen Häschen, weil man laute Geräusche macht. Es ist so unnützes Wissen eigentlich. Also dafür wurde es gemacht. Ob es auch wirklich so umgesetzt wurde, weiß ich ehrlich gesagt. Gut, ich wollte schon sagen. Cool, also Flammen helfen bei einer Mumie also nicht. Die Mumie macht ja auch nur 500 Schaden und noch mehr Schlüssel. 2. Oh Gott, wo bin ich hier? Die Ritter! Nee, nicht in so einem Raum. Nicht in so einem Raum. Echt nicht, echt nicht. Kann ich absolut nicht gebrauchen in so einem Raum, die Ritter. Heiliges Kadenzmürmelchen. Wow. Wow, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Bin so dumm. Ein Kompass. Immerhin wissen wir jetzt schon mal, dass der Endgegner ganz oben links ist. Super duper. Ey, wo lang? Ich sammle einfach den Schlüssel. Ist mir schlecht vor meiner eigenen Dummheit. Oh, bin ich dumm. Oh, okay. Einfach weitermachen. Oh. Oh. Ich möchte nie wieder darüber reden, was ich gerade gemacht habe. Danke. Bin ich hier schon mal nach rechts gegangen? Ja, bin ich. Oh Mann. Oh, ja. Ach so, die Gegner machen auch noch 2 Schaden. Alter. Ey, ich hab das kürzeste Schwert auf der Welt. Das gibt's echt nicht. Wie kann man... Also die Aktion, die ich gerade gebracht habe, war mitunter das Dümmste, was ich jemals selber gesehen habe. Ich spreche sogar noch vorher davon, dass ich verwundelt... Verwundelt? Ja, Max! Jawohl, Max! Ja! Verwundert werden. Mein Gott, ich kann nicht mal mehr reden. Mein Hirn ist einfach komplett Ausfall heute. Was gibt's denn hier? Eine Karte. Sexy. Das sieht mehr aus wie ein Totenkopf, aber im Auge der Schlange ist bestimmt wieder irgendwas Cooles versteckt. Wo... Ich mache einfach Licht an. Das Piep, Piep, Piep nervt zum Glück überhaupt nicht. Ach, ich kann nicht mal lang. Gut. Ich... Ja, kann aus dem Dungeon rausgehen, weil das bringt ja nichts. Ich brauche von irgendwoher... Oh! Das ist langsam nicht mal mehr witzig, wie dumm ich bin. Das ist wirklich... Ich meine, immerhin sehe ich es ja noch irgendwie ein, aber nein, aber nein, aber nein. Ich schäme mich so fremd für mich. Da waren wir ja gerade schon. So, jetzt wieder hier in den Raum. Guck mal, ein Schlüssel. Wenn wir eine Flamme machen... Ah, ne, hier noch nicht. Gut, hier kann ich jetzt einfach durchlaufen, ja? Gut, ich muss euch nicht mal irgendwie also behelligen. Das ist schön. Das freut mich sehr. Erstmal Licht machen, damit wir auch ungefähr wissen, wo lang wir gehen können. Nee, ich hab wirklich gedrückt. Okay, nein, habe ich dann vielleicht nicht oder zu spät. Ich will jetzt echt nicht dem Spiel die Schuld geben, aber eine Fledermaus hat mich umgebracht. Heilige Scheiße. Ich guck einfach nochmal weiter, ob ich hier irgendein Item in den Dungeon bekomme. Alter, reg ich mich auf, wie schlecht ich bin. Und ich wette, nicht nur ich reg mich da auf, sondern ganz Deutschland jubelt mit. Ganz Deutschland schaut auch meinen Stream. Jawohl, ja. Alle lieben sie das, den Scheiß. Nicht spielfähigen Wurmtrottel hier. Oh, ein Herz. Echt seit 2 Herzen. Hab ich echt lange nicht mehr gesehen. Das gibt's nicht. Das ist Wahnsinn. Weg hier. Kann euch auch nicht irgendwie... Nein, ich kann die auf keinen Fall irgendwie verwunden oder irgendwas denen antun. So. Genau. Ganz genau. Ja, ja. So. Okay, wir gucken einfach mal, wie es hier weitergeht. Irgendwann haben wir dann ja auch genug Geld, wie ich es gerade sehe, auf jeden Fall uns den schönen Ring zu kaufen, den ich irgendwie will. Weißt du, warum spiele ich ansonsten so scheiße, wenn ich dann manchmal solche Aktionen bringe? Was ist das denn? Wow.
Ja. Genau. Genau. Und dann bringe ich wieder sowas. Und lass mir einfach mal zwei Herzen komplett abziehen. Ich bin so ein Kaulquappenhirn. Das ist der Wahnsinn. Schlüssel! Feuer! Einfach mit dem Schlüssel hier durch. Nee, Fledermausfreundchen, nicht nochmal. Okay. Das wirkt zu einfach hier. Moment, ich rüste mich auch jetzt mal mit dem Bumerang einfach aus. Okay. Oh, Bomben! Die gibt's ja auch noch. Ich hab's wirklich, weil ich sie einfach seit Jahren nicht mehr hatte, komplett die Bomben vergessen. Aber ja, man kann ja auch noch Bomben in diesem Spiel. Leck mich. Jeder Gegner fliegt nach hinten, du nicht. Na, dafür krieg ich einen Schlüssel, danke. Es gibt ja noch Bomben in diesem scheiß schönen Spiel. Das ist ja wunderschön. Was ist das für ein Raum? Ja. Ja, 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 ja. Geil. Hasen machen zwei Schaden. Hasen. 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 Hasen, Mann. Bibel, Bubel. Hasen machen zwei Schaden. Soll ich es nochmal probieren? Nö. Ich brauche das Masterschwert. Das bringt ja alles nichts. Also hier werde ich meinen Lebtag nicht mehr glücklich. Ja, erstmal den umbringen. Dankeschön. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich zu diesem Dungeon komme. Ich brauche jetzt noch ein Herz. Irgendwo muss es ein Herz hergeben. Das suchen wir dann einfach mal. Oder informieren uns irgendwo, wo es das geben wird. Weil das, der Dungeon, den schaffe ich nicht ohne das Masterschwert anscheinend. Weil die Hasen sind stärker als jeder Boss, den ich bisher hatte. Schön. Dann, bis zum nächsten Mal. Funk Royale, over and out. So, ich würde sagen...